Into the Breach bei den Spielkindern. Ich bin Dennis und das hier ist unsere erste Insel, die wir jetzt erobern müssen. Wir können uns was aussuchen, aber da ich noch nicht weiß, was hier das der Unterschied ist, außer dass ich verschiedene Bonus-Objectives habe. Naja, also das ist ja schon der Hauptunterschied. Hier muss ich das Kohlekraftwerk verteidigen, hier muss ich den Power Generator, gut, das sind halt Kraftwerke beides. Hier weniger als 3 Grid-Schaden und hier 7 Gegner töten. Ich glaube, das mit dem 3 Grid-Schaden, das schaffe ich eher. Keine Ahnung. please try to prevent any damage to the grid. Okay. Let's do this. Oh, das ist ja ganz praktisch, dass das so schnell geht. Okay, also ich darf... Ah, okay, ich darf also meine Einheiten am Anfang nicht direkt neben die Gegner setzen. Gut, dann machen wir das so. Das war der, der gerade ausschießt. Der Kanonen-Mech. Das ist ja nicht die Artillerie, ne? Die Artillerie ist wieder was anderes. Genau, das ist das Ding hier. So, dann habe ich natürlich nichts, was hier unten irgendwie schießen kann. Aber es wäre natürlich geil, wenn ich erstmal die zwei hier irgendwie schnell kaputt kriege. Ich probiere trotzdem mal, damit ich einfach was machen kann gegen die, gegen das Vieh hier. Das hat wie viel Leben? 4 Leben! Ohoho. Nee. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Oh, keine Ahnung, ob das klappt, aber ausprobieren. Ausprobieren, Leute. Gut. Hit them hard and fast. Ah, guck mal, da bewegen sie sich nämlich schon. Das ist gut. Da kommen neue Gegner. Scheiße. Enemy unit will emerge here next turn. You can temporarily block enemies from spawning, but it will damage the blocking unit. Also ich kann da jetzt eine Einheit draufstellen, aber das hilft mir nur so ein bisschen, weil die Gegner kommen dann trotzdem. This enemy Psion provides a passive bonus to all VEC. Killing it removes the bonus. Select the Psion and mouse over its portrait to bottom left one formation. Okay. Aha, hier. All other VEC kriegen einen Lebenspunkt mehr. Deswegen haben die auf 4 statt 3. So verstehe ich das jetzt zumindest mal. Gut, ich habe mir das ja hier im Endeffekt schon vernünftig hingestellt. So halbwegs. Ich wollte den jetzt hier nutzen, um die auseinander zu sprengen. Boom. So, das heißt nämlich... Okay. Dass das zumindest schon mal geklappt hat. Jetzt kann ich den hier nicht angreifen, aber was, weil der nicht so scheiße weit laufen kann. Ist ja ärgerlich. So, das heißt, ich könnte jetzt noch probieren... Der hier ist jetzt erstmal außer... Der ist jetzt nicht mehr problematisch. Das heißt, ich kann den jetzt... hier hinstellen. Kann auf den Psion schießen, dann ist der weg. Zack, dann haben die weniger Leben. Wenn ich den hier schlage, ist jetzt die Frage, wie viel Schaden mache ich da? Ich hoffe einfach, dass es wie im, wie heißt das, im Tutorial passiert. Oder klappt, dass ich damit 2 Schaden mache. Ja, damit ist der nämlich dann auch hin. Damit ist meine Runde zu Ende und ich habe 2 Gegner getötet und einen, bei einem habe ich dafür gesorgt, dass der nichts mehr beschädigen kann, diese Runde. Gut. Boom, jetzt brennt da hinten der Wald. Oh nein. Turning it into fire. If a unit stands on fire, it will ignite and take damage every turn. Okay, also ich darf mich, das ist ja geil. Ich darf mich nicht in den brennenden Wald stellen, weil ich dann Schaden jede Runde nehme. Beziehungsweise die Einheit einfach Feuer fängt und dann auch in der Runde danach noch Schaden nimmt. Okay, watch the ground. Wreck are about to surface. Das ist echt nicht so einfach, ne? Drei Runden muss ich noch überleben. So, den kriege ich nicht mit einem Schlag tot. Das ist schon mal blöd. da wäre es doch jetzt ganz schlau, sich hier hinzustellen und da dann irgendwie von da den zu schlagen. Hier wäre es ganz smart. Was passiert denn, wenn ich den jetzt hier angreife? Dann
schubse ich den dann in die Richtung. Aber dann nimmt er doch auf jeden Fall ein Gebäude mit, oder? Den kriege ich doch da gar nicht anders weg. Ha, weg. So, der macht jetzt aber auch keinen Schaden, wenn ich das mache. So, und... Ups. Und wenn ich den Panzer nehme, was kann ich denn damit machen? Damit kann ich den doch da jetzt auch wegschießen. Die wollen beide das Ding angreifen. Es wäre doch jetzt mega gut, hier den Panzer irgendwie zu nutzen. Kann ich denn mit dem hier ran? Nee, bringt ja auch nichts, mich da hinzustellen, weil dann wären meine Einheiten beschädigt. Also es bringt schon was, aber es ist blöd. Es wäre aber ganz schlau eigentlich. Ah, es ist echt nicht so einfach. Also den will ich da eigentlich weghaben, oder? Den kriege ich da nicht weg. Das heißt, da wäre es gut, wenn der kaputt geht. Aber den kriege ich nicht in dieser Runde kaputt. Ich darf aber auch bis zu 3 Grid Damage kriegen. Aber ich habe auch noch 3 Runden vor mir. Das ist also gar nicht so einfach. Also ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann entweder den hier unten angreifen oder den hier. Der da hinten macht, ist momentan keine Gefahr, sozusagen. Keine besondere Gefahr. Den kann ich einfach mit dem Mech angreifen. Der kann sowieso nicht irgendwo anders hinlaufen. Also kann ich das auch einfach direkt erstmal machen. So, den bash ich da jetzt mal rein. Damit ist der tot. Einer weniger. Problem weg. Genau, wenn ich ihn gegen den Berg oder gegen irgendwas anderes schubse, dann kriegen die einen extra Schaden. Wunderbar. So, jetzt habe ich noch die beiden. Die greifen beide das Gebiet hier an. Wäre doch cool, wenn ich es schaffen könnte, da irgendwie wenigstens einen Schaden abzuwenden. So. Das ist aber nicht so einfach, weil ich... da jetzt nichts habe, um sie so richtig... Ich probiere das jetzt... Warte mal, der kann hier unten angreifen. Dann muss ich jetzt hier hinstellen. Na gut, ich probiere das mal so. Schubst den jetzt hier weg. Zack. Damit hat er das losgelassen. Dann greift er nur noch das an. Das heißt, der macht jetzt im schlimmsten Fall noch einen Schaden damit. Ich probiere jetzt mal den Artillerie-Mech hier hinzustellen. Damit mache ich dann nämlich wenigstens einen Schaden an dem Vieh, weil ich es in den Berg reinschubse. Ist halt jetzt blöd, weil ich keine Chance habe, das da wegzukriegen, aber ist dann jetzt so. Dann macht das jetzt einen Schaden am Haus. Bumm. Schade drum. So. Jede Menge Mistviecher, so mögen wir das. Oh, die bewegen sich ja wirklich wild durch die Gegend hier. Das ist gar nicht so einfach, das Spiel. Das ist gar nicht so einfach. So, habe ich hier irgendwie den oder den kann ich kaputt machen. Also es wäre ja ganz schlau, vielleicht den hier wegzuhauen, weil der greift Dingens an. Aber es wäre vielleicht ganz gut, das von hier aus zu machen, weil dann bin ich außer Gefahr. Dann bin ich an der Stelle außer Gefahr. Dann machen wir das so. Kloppen den weg, dann ist der tot. Also der Mech ist natürlich super, weil der so viel Schaden macht. Wenn ich... Den könnte man jetzt... So richtig geil ist das nicht hier, ne? Weil ich natürlich, wenn ich den hier angreife... den da nicht weggeschubst kriege. Wäre natürlich optimal, wenn ich den irgendwie weggeschubst bekäme. Was greift der an? Der greift auch das Gebäude mit an. Das heißt, einen Schaden kriege ich so oder so. Soweit ich das verstehe. Weil ich habe jetzt nur noch 2 Einheiten und ich müsste 3... Gegner weghauen. Was ist denn mit den Gebäuden? Kann ich da durchschießen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich
Ich würde jetzt nämlich gerne mit dem hier die beiden angreifen hier. Boom. Ach scheiße, jetzt ist der natürlich nicht weg, weil hier noch einer stand. Reset Turn. Okay, ich kann das nur einmal pro Runde machen. Ist es mir das wert? Das Problem ist jetzt, nach der Runde habe ich schon meine 3 Grid-Schaden. Das heißt, ich muss das irgendwie nochmal geiler hinkriegen. Okay, nochmal in gut jetzt. ja, das Problem ist, ich habe 5 Gegner und ich habe nur 3 Einheiten. Ich kann natürlich mit meiner Artillerie mehrere Einheiten angreifen. Blöd ist allerdings, dass es nichts bringt. Also nicht viel. Wenn ich hier hinschieße, wo jetzt mein Mech steht, nur mal angenommen, dann bewegt sich der hier um 1 nach da. Der bewegt sich, ist egal. Also der fliegt in den rein, das ist relativ egal. So, den Mech könnte man noch nutzen, um damit... Das Problem ist, den kriege ich hier nicht weg. Ah. Die stehen da halt scheiße. Wenn ich hier hinschieße, dann geht der eins weg, der geht eins weg, beschädigt weiterhin das Gebäude. Außer ich töte ihn dann. Aber damit ist auch nur die Bedrohung sozusagen weg. Die Bedrohung und die Bedrohung habe ich dann immer noch. Also ich verliere auf jeden Fall 2 Gebäude diese Runde. Ich sehe jetzt gerade keine Möglichkeit, das abzuwenden. Wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil ich mit dem Panzer hier auch eingeschränkt bin. Ich kann jetzt im Endeffekt nur auf die hier schießen. Ja gut, aber ich probiere es jetzt mal trotzdem. Weil ich jetzt nicht ewig überlegen will. Bumm. So, dann könnte man den Panzer hier... Ich will halt nicht 3 Schaden insgesamt kriegen, sondern nur 2. Das heißt, wenn ich den jetzt hier wegschiebe, wäre halt viel smarter gewesen. Ah, jetzt habe ich es schon gemacht, ne? Schade. Es wäre doch noch ein bisschen schlauer gewesen, hier auf das Feld zu schießen mit der Artillerie, weil dann 2 weggegangen wären. Dann hätte ich nämlich nur... Hätte ich mich nur noch mit denen hier hinten beschäftigen müssen. Ja, scheiße, aber wie man es macht, ist es halt immer verkehrt. So. Das heißt aber, ich mache jetzt... Probier jetzt einfach mal durch das... nee, durchs Gebäude durchschießen bringt ja auch nichts. Okay, ich schieb den jetzt hier weg. Und greife jetzt den... Hat der noch 2? Das heißt, ich krieg den tot. Alles klar. So, dann ist der Matsch. Dann brennt da der Busch. Und dann schieben wir den noch eine Runde weg. Dann brennt da der... Aha, funktioniert das eigentlich auch für die Gegner? Das ist ja die Frage. Wenn die Gegner sich jetzt auf ein brennendes Feld stellen, brennen die dann auch? Müsst ihr eigentlich. Alles andere wäre ganz schön unfair. Oh nein. Oh nein. So, jetzt darf ich... Less than 3 Grid. Ich krieg das schon nicht mehr. Oh. Ich dachte echt, ich krieg das, wenn ich 3 Grid Damage mache. Ah. Okay, diese erste Partie wird schnell zu Ende sein. Naja, aber ich lerne ja noch. Es ist ja wirklich meine allererste Partie von diesem Spiel. Da ist klar, dass das nicht so gut läuft. Has been wept. Okay. Und das heißt, ich kann sie nicht mehr bewegen, oder was? Wo sehe ich das jetzt? Unit wept by the wreck cannot move, but they can still attack. Ja, ist ja geil. So, wer hat mich gewept? Hat der mich gewept, oder was? Bam, weg mit dir, du Arsch. Ja, bewegen kann ich mich trotzdem nicht mehr. So, der ist auch gewappt. Das ist ganz schön scheiße, weil das heißt nämlich, ich kann nur hier hinschießen.
kann auch aufs Gebäude schießen, aber was bringt nicht. Ich würde natürlich am liebsten hierhin ballern. Das wäre optimal. Aber das geht nicht, weil der sich nicht bewegen kann. Was ich machen könnte, wäre den hier wegziehen, auf den schießen, den hier hinstellen. Ah, jetzt ist er zu nah dran. Nein. Ach, come on. You fuckers. Ich bin so dumm. Wieso? Ja, okay. Undo Move. Ja, das geht. Man kann seinen Move undoen. Das ist ja super. Okay, also das funktioniert nicht. Ich habe hier kein Feld. Ich stelle den jetzt nicht in den brennenden Wald. Ich könnte noch... Boah, wo kann ich jetzt noch hinschießen? Man muss das wirklich spielen wie Schach. Das ist so krass. Man muss da mit so viel Gehirnschmalz rangehen. Das ist nicht so ein Spiel für mal eben schnell hier, ja, hier ein Zug, da ein Zug, bla bla blups. So funktioniert es nicht. Okay, ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, hier irgendwas Sinnvolles zu machen. Das ist echt scheiße. Ja, well, fuck, dann schieße ich jetzt auf... Naja, wobei, der wird ja dann in meinen Mech geschubst. Das heißt, er kriegt doppelten Schaden, das ist ja auch scheiße. Und so... Ja, gut. It is how it is. So. Eine Runde noch überleben. Also hier ist auf jeden Fall schon problematisch genug, einfach zu überleben. Das ist... Still a win for us. Mission complete. Ach, das war schon die letzte Runde. Ja, okay. Wow, ich habe ein Power Grid dazu bekommen. You lose if this reaches zero. Krass. Krass, Mann. Okay, also... Ich habe jetzt was verloren. Ich habe... 4 Grid verloren und 1 dazu bekommen. Das heißt, wenn es so weitergeht, habe ich auf jeden Fall in der nächsten Schlacht verloren. Endgültig. Aber immerhin haben meine Piloten ein bisschen Erfahrung gewonnen. Mein Mech-Pilot sogar 20 Erfahrung. Das heißt, Mech Reactor, improve your weapons. Aha. Okay, also man kann hier auch Sachen kaufen und so. Gate to Bonus XP, das habe ich ja ausgewählt am Anfang, dass er ein bisschen Bonus kriegt. Verschiedene Loadouts. Ich habe nicht verschiedene Loadouts. Okay. Have I used this in another timeline? Hast du nicht. Also ich kann den Mech hier überall aufrüsten. Requires one power. Jetzt muss ich nur noch die Power hier erhöhen. Ist halt die Frage, wo ich das herkriege, aber das kommt sicherlich noch. Und wenn der jetzt noch eine Schlacht übersteht und noch 5 Erfahrungen hat, dann ist er im nächsten Level. Und wenn ich dann insgesamt verliere, kann ich ihn in die Vergangenheit zurückschicken. So habe ich es zumindest verstanden. Und kann dann mit diesem erfahrenen Piloten nochmal neu anfangen. Was ja nicht schlecht ist. Na gut, aber jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Nächstes Mal machen wir eine der neuen Levels hier. Einen der neuen Levels. Und verkacken dann wahrscheinlich endgültig, weil... ich könnte mir vorstellen, dass es... Keine Ahnung, ganz schön krass ist. Ich darf jetzt nur noch 2 Power Grid verlieren. Dann habe ich verloren. Das ist... Ich habe jetzt eben 4 verloren. Also, oder 3, wenn ich habe eins dazugekriegt wieder. Das ist schon ganz schön schwer, das Spiel. Na gut. Wir sehen mal nächste Folge weiter. Bis dahin, macht's gut.